Ja, Leute, es ist soweit. Und zwar, wir haben hier ein neues Hauptset. Um genau zu sein, das letzte, was in diesem Jahr rauskommt. Denn das nächste kommt erst eben nächsten Jahr raus. Ist ja irgendwie logisch, ne? Ja, und wir haben hier das neue Set, Age of Overlord. Jedoch ist es nicht das erste Mal, dass ich dieses Set öffne. Nein, 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 denn ich habe das Ganze schon mal geöffnet. Und zwar in Japan. Könnt ihr auf dem Kanal ja auch mal angucken. Da habe ich das Ganze eben in Japan geöffnet. Doch jetzt öffnen wir natürlich die TCG-Variante. Und ich bin gespannt. Wie immer, ich kenne nicht alle Karten in diesem Set. Ich kenne um die 80 Karten. 20 kenne ich also nicht. Und wir wollen mal gucken, ob eben jetzt hier was Interessantes dabei ist. Erstmal hier. Ich mag die Farbe. Es ist eine schöne Farbe, definitiv. Und wir gehen rein. Wollen wir mal gucken, was wir hier so Schönes ziehen. Vor allen Dingen hatten wir hier ein Batterieproblem. Ja, ich musste mal eben die Batterie auswechseln. Und ja, jetzt gehen wir mal rein hier. Ja, also wie gesagt, es gibt hier sehr viele neue Karten drin. Unter anderem Horuskarten. Sehr gut. Wir haben hier eine Hexe, die wir ziehen wollen. Und wir haben ein Exceed, was Zeus sehr ähnlich ist. Und wir haben ein Link-Monster, was IP sehr ähnlich. Und wir haben Watt-Support. Watt für ein Support? Ja, Watt-Support. Genau. Ja, okay, das war schlecht. Genau. Und natürlich haben wir noch Schlangenauge, auch ebenfalls hier eben drin. So, jetzt muss ich natürlich wieder gucken hier. Oh, da haben wir schon eine, ne? Da haben wir doch schon eine. Ja, Leute, niemals einfach durchskippen, ne? Während deiner Main Phase kannst du zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung, deinem Setzen, ein Monster Stufe 7 oder höher als Tribut an Tribut beschwören in Angriffsposition beschwören. Okay. Du kannst diesen Effekt nochmal pro Spielzug erhalten. Solange du ein anderes Insektmonster kontrollierst, kannst du diese Karte direkt angreifen. Okay. Ja, ist okay, ne? Er ist Level 3, aber das ist super rare direkt. Genau, aber die ist halt schon bekannt. Genau, jedenfalls Evil Twin nochmal. Das ist ein interessantes, das ist eine Common, hätte ich nicht gedacht. Und Kartenscanner auch. Ich dachte, Kartenscanner wird mindestens eine super rare. Ist jetzt aber wohl nicht der Fall. So, weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Tristian. Ja, Leute, zweite Supportwelle. Falls sich die Karte in deiner Hand befindet, du kannst ein Tristian-Monster wählen, das du kontrollierst, außer ihn. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Und falls du dies tust, wird ihre Stufe gleich der Stufe jenes gezielten Monsters. Das ist ganz gut. Falls sich die Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst ein Aqua-Exceed-Monster wählen, das du kontrollierst, hänge diese Karte als Material an. Du kannst jeden Effekt von ihr noch einfach Sieg verwenden. Warte mal, die hatten da noch gar keinen Exceed. Neues Exceed. Es geht weiter. Rote Pfeile, auch eine neue Karte. Wähle bis zu zwei offenen Karten in deine extra Monsterzone, verbanne sie zur Endphase. Du kannst nur eine rote Pfeile aktivieren. Interessant, okay. Hier kann man also ein bisschen das clearen. Finde ich sehr, sehr nice. Auch neu. Diamanttiger sieht natürlich sehr hübsch aus hier von Artwork her. Einmal pro Spielzug, am Ende der Battle Phase, gib diese Karte vom Spielfeld auf die Hand zurück, okay? Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Ist okay. Während deiner Main Phase, du kannst ein Kende Kriegsdrache, ein neues Deckthema, let's go. Kriegsdrache als Spezialbeschwörung von der Hand oder deinem Deck aufs Spielfeld deines Gegners in Verteidigungsposition beschwören. Falls die Karte durch den Effekt von Kriegsdrache als Spezialbeschwörung wird, wirf eine Karte ab. Du kannst dem Gegner Karten geben und er muss dann abwerfen. Das ist sehr interessant, sehr interessant. Dann, wir kennen natürlich Bambusschwert hier mit drauf. Ja, ihr kennt es nicht, weil es gar nicht scharf ist. Umarmung des Tristianen. Okay, Tristianen müssen wir alle lesen. Wenn ein Gegner einen Monster-Effekt auf dem Spielfeld aktiviert, du kannst jedes Monster wählen, ändere es in die verdeckte Verteidigungsposition. Sehr gut. Während der Endphase, du kannst ein Monster in verdeckte Verteidigungsposition wählen, das dein Gegner kontrolliert, übernimm die Kontrolle über jenes Monster. Lol, einfach so. Okay, du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Nur einmal pro Spielzug verwenden und du kannst ihn nur aktivieren, solange du ein Tristian-Monster mit 3000 oder mehr Defense kontrollierst. Muss das sein? Okay, das ist der nächste, ne? Das ist, können die zusammen? Weiß man noch nicht. Falls dein Gegner ein Monster Stufe 6 oder niedriger kontrolliert, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Heißt schon mal, immer gut, sie ist sehr speziell schön, ist immer nice. Falls du mehr Karten in deiner Hand hast als dein Gegner, du kannst die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld ändern. Alle anderen Insektenmonster auf dem Spielfeld werden zur selben Eigenschaft wie Stufe wie diese Karte. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kann man so schon beschwören, außer Insektenmonster. Falls diese Karte zerstört wird, du kannst deiner Hand ein Insektmonster Stufe 8 oder höher von der Decke hinzufügen. Das ist nice. Also der Sucheffekt ist sehr, sehr nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Sieht sehr hübsch aus, ne? Von Artwork her. Und auch sieht super gut. Außerirdischer Art, ja, ja. Und Göttin ist hier auch dran, eine Fee. Sieht aus, als wäre sie aus Papier gefaltet worden.
Aber Papier gibt's ja nicht, also ist sie fehl. Was ist das denn? Ja, das neue Watt-Synchromonster. Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Watt-Thunfisch. Ich finde, Watt ist ein lustiges Thema, definitiv. Dann haben wir hier Kampfwort. Okay, beschwöre bis zu zwei Lichtmonster. Okay, der ist Licht, das macht ja schon mal Sinn. Hallo, Scharfstein. Beschwöre bis zu zwei Lichtmonster der Stufe 3 oder niedriger Spezialbeschwörung von deiner Hand. Falls du zwei oder mehr mit demselben Grundtyp beschworen hast, können jene Monster in diesem Spielzug direkt angreifen. Na gut, der nur 800, ne? falls sie dieselbe Grundstufe haben, können sie in diesem Spielzug zusätzlich nicht durch Kampf zerstört werden. Aber sie können auch direkt angreifen. Na gut, okay. Machen wir weiter hier. Boah, sieht echt schön aus. Sieht wirklich schön aus. Sieht wirklich schön. Ah ja, genau. Ebenfalls, ne? Neue Karte für Ritual. Pendel natürlich auch. Und, Ah ja, genau, genau. ja, erdgebunden. Ich wollte gerade sagen, das wusste ich gar nicht. Doch, das wusste ich. Und Tristiane wieder. Wieder eine Falle. Aktiviere diese Karte. Falls du einen Tristian-Monster kontrollierst, verbanne eine Karte von deinem Friedhof. Vom Friedhof deines Gegners verdeckt. Okay, Friedhof. Wir haben die Crow oder ähnliches, geht auch. Falls du ein Spezialbeschwörungsmonster von Extra Deck beschworen. Nochmal. Falls du ein Spezialbeschwörungsmonster von Extra Deck beschworen. Was Christian Name hat. Mann, Punkt. Ey, ich lese hier auch was zusammen. Verbanne alle Karten vom Friedhof seines Gegners verdeckt. Okay, das ist lustig. Du kannst diese Karte in den Friedhof verbannen und dann ein Tristian-Monster in den Friedhof wählen. Füge es deiner Hand zu. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist denn das Exit? Also, was ist das Exit? Das frage ich mich. Und was kann es vor allen Dingen? Also, ich meine. Das eine ist es, dass es das gibt. Genau. Wir haben ebenfalls neuen Spirit Support. Ist natürlich auch nice. Spirit ist auch für viele ein Deckthema, ne? Hat man sich früher gar nicht so gedacht, dass es ein Deckthema ist. Aber doch ist es. Sieht sehr schön. Schlangenauge. Ja, Schlangenaugen sind hier drin und wären halt immer besser. Da haben wir die Lore. Ja, ne? Also Leute, die Lore, Manadium und wie das Star Force und so, geht immer, immer weiter. Ihr seht's ja, ne? Ihr seht es nicht, weil die Kamera wird nicht. Verblutete Brautpuppe ist interessant, weil sie sich selbst speziell beschwören kann. Und Illusion. Ja, Leute, wir kriegen ja wieder neue Illusion-Karten. Das auch noch. Denn wir haben jetzt ja die erste Welle Illusion-Monsters bekommen. Und jetzt natürlich die zweite Welle. Ja, muss ja, ne? Muss ja alles kommen. Beute des Schicksals. Alter, von Artwork. Echt. Watt Königreich. Wieder der neue. Roter Pfeil ist auch neu. Und, dunkler Lanzenträger. Ist leider nicht unser Zeus. Also wir suchen halt ein indirektes Zeus. Aber nehmen wir mit. Warum auch nicht, ne? Nehmen wir mit. Dann haben wir hier Engelhaft. Sieht auch sehr schön. Boxenritter. Die nächste. Gefallen von Tristian. Warte mal. Boxenritter ist auch neu. Ja, neue Karten immer lesen, ne? Falls die Karte als Spezialbeschwörung in der Zone beschworen wird, auf die ein Linkmonster zeigt. Du kannst ein Monster mit 1500 weniger, das du kontrollierst, in denselben Spielzug... Kann es während jeder Battle Phase einen zweiten Angriff durchführen? Nett. Zusätzlich, falls es gegen ein Monster eines Gegners kämpft, wird der Kampfschaden verdoppelt. Auch nett, dass diese Karte zufügt. Okay. Während der Standby Phase. Alter, das ist so klein geschrieben. Während der Standby Phase des nächsten Spielzugs, nachdem diese Karte durch Kampf und Kartenzeug zerstört wurde und auf den Friedhof gelegt wurde, kannst du diese Karte Spezialbeschwören beschwören. Okay, wir können sie also wieder Spezialbeschwören. Super. Und Gefallener von Tristian. Wir haben einen Einser. Oh, und ja, den kennen wir schon. Wir haben einen Einser. Den müssen wir natürlich lesen. Du kannst dich gerade von deiner Hand oder Spielseite vom Friedhof legen. Lege einen göttlichen Dämon von Deck offen in die Spielfeldzone. Ah, nice. Die Fieldspell. Gut. Falls ein oder mehr offene Tristian-Zauber fallen kann, die kontrollierst du den Karteneffekt, deines Gegners zerstört werden, solange diese Karte Friedhof ist. Können wir diese verbannen. Beschwöre ein Licht Tristian-Monster Spezial schon von deiner Hand. Ah, nur oder dein Deck oder Friedhof. Boah, das ist krass. Du kannst hier einen Effekt von den Abbruchzug verwenden. Du kannst sie gerade von deiner Hand oder von deinem Friedhof legen. Das ist super. Fieldspell, let's go. Einfach Landform als Monster. Gefällt mir. Das ist eine gute Karte. Ich will aber wissen, was Exit macht. Ich will doch wissen, was das Exit macht. Oh, genau. Erstmal haben wir dann noch zusätzlich allgemein... wie heißen sie denn nochmal? Bezwingerseelen. Nee, ich komme gerade nicht drauf. Das will ich jetzt wissen. Wie hießen die nochmal? Vanquish Soul, genau. Bezwingerseele, ne doch, war ja richtig. Aber auch Vanquish Soul war der Name. UFO-Licht, Baum und Sterndrache. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Der Erdgebundene nochmal. Beim Erdgebundenen hätte ich sogar gedacht, dass er ist. Die Erdgebundenen kommen ja auch bald alle zu uns und dann geht's ab. Dann geht's definitiv ab. Ui. Also auch hübsch. Sieht fast aus wie der Upgrade zu den ursprünglichen.
Warte mal. Wir haben nichts falsch gemacht. Kanonische Beschützer, Kahn-Scanner, immer noch faszinierend. Nochmal. Das finde ich aber gut. Ich finde gut, dass es in Anführungszeichen nur eine Kammern ist. Hätte er so noch. Obwohl, jetzt Secret Rare. Boah, sehr richtig hübsch aus. Aber, warte nochmal. Genau. TG bekommt den neuen Support. Ja, Leute, auch TG ist hier drin mit neuen Karten und mit neuen Konterfalle, die sogar nicht schlecht ist, weil die Zauberfalle oder Monster-Effekt annullieren kann, was sehr cool ist. Also, kommen neu. Kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Da haben wir den ersten Horus. Der Horus ist in the house. Ja, die Horus-Karten sind sehr speziell in dem Sinne, weil sie sich quasi alle spezial beschwören können. Aber du musst Sarkophag des Königs haben. Ja, und dann können wir sie von Friedhof spezial beschwören. Und der Sarkophag selber kann sie Friedhof fliegen. Also, super gut. Oh, wie süß. Fliegende Sündenböcke. Das ist echt süß. Das ist richtig süß. Dann haben wir hier, die ist auch hier drin. Da freuen sich einige. Und Wunder des obersten Königs. Ah ja, genau, oberster König. Ja, logisch, ne? Ist auch das Covermonster. Sind ja auch Karten drin, natürlich. Dann haben wir hier nochmal Shinobarones. Dann haben wir hier alle. Das ist Level 2er. Kennen wir noch nicht? Lesen wir. Hallo, kennen wir nicht? Wollen wir. Falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst ein Tristian-Monster wählen, das du kontrollierst, außer sie beschwörst diese Karte als Spezialbeschwörung. Falls du dies tust, wird ihre Stufe gleiche Stufe jenes an Ziel gewählte Monster. Sehr gut. Falls diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst ein Aqua-Exit-Monster wählen, das du kontrollierst. Häng jetzt das Material ran. Okay, es wird sehr auf dieses Exit gebaut. Sehr, haben wir auch schon. Sehr aufs Exit gebaut. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist dieses Exit? Ich hoffe, wir sehen es, weil ihr seht es ja garantiert, allein durch die anderen Openings. Aber ich selber werde es eben nicht sehen, eventuell. Horus. Horus, super. Wie gesagt, Horus sind super gute Karten. Wie gesagt, könnt ihr alle spezial beschwören vom Friedhof. Das gefällt mir. Horus, also wirklich Horus, wird irgendwann noch auf jeden Fall sehr relevant werden. Weil es einfach ermöglicht, einen Einzug ganz einfach eben 2, 3, 4 Monster zu beschwören. Da haben wir auch das neue Unterwelt-Monster-Fusion für Chimäre. Ja, Leute, brauchen nämlich zwei Monster mit unterschiedlichen Typ, Ungeheuer, Unterwälder oder Illusion. Und ja, den kann man halt eben spielen, hat 2, 4. Der Name dieser Karte wird Chimäre fliegender Dings, das ist schon mal sehr gutes. Solange sie auf dem Spielfeld oder Friedhof liegt, du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte als Fusionsbeschwörung beschwört, du kannst ein Ungeheuer, ungewählte Illusion, ne, der Klassiker, von deinem Deck auf den Friedhof legen. Während des Spielzugs deines Gegners, Schnelleffekt, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein deiner verbannten Ungeheuer, Unterwälder, Illusion-Monster wählen, außer ihn beschwörst du als Spezialbeschwörung. Sehr, sehr nice. Also der harmoniert natürlich eben mit der alten Fusion. Tristian wieder, Quickplay, beschwören Tristian-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, dein Friedhof in Verteidigungsfusion, aber gib es während der Endphase zurück auf die Hand. Und da muss ich sagen, schade. Wirklich schade, denn hier hätte man ruhig sagen können, aus dem Deck. Also wirklich, hier hätte man wirklich sagen können, aus dem Deck wäre dann ultra gute Karte gewesen. Und wir haben bisher eine Ultra-Ware und sind jetzt exakt bei der Hälfte. Das ist ungewöhnlich. Aber das heißt ja, dass wir auf der anderen Seite das Ganze eben haben werden. Schwarzer Lochdrache. Oh, warte mal. Er hat Schwarzer Loch im Namen. Was könnte die wohl suchen? Richtig, Schwarzes Loch. Ironischerweise ist das die Schwarze Lochdrache auch eben im japanischen Set gezogen haben. Jetzt hier auch im TCG. Gefällt mir. Kriegerdrache, wir haben das andere, wir haben den anderen. Okay, Krieger, ein pro Spielzug, am Ende der Battle Phase. Gib diese Karte von dem Spielfeld auf die Hand zurück. Ah, natürlich macht Sinn. Wir beschwören es auf der gegnerischen Spielfeldseite und geben sie auch wieder zurück auf die Hand. Das heißt, wir haben sie wieder. Du kannst hier in der vollen Effekte von ihnen nur einen pro Spielzug verwenden. Während deiner Main Phase, du kannst ein gehen der Diamanttiger. Das ist der, ne? Ja, genau, das ist der. Perfekt. Als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck auf die Spielseite deines Gegners sind Verteidigungsbeschwörungen beschwören. Falls diese Karte durch einen Effekt von ihnen Spezialbeschwörungen wird, dein Gegner zieht zwei Karten. Was? Dein Gegner zieht zwei Karten und wirft eine Karte ab. Ach, du selber ziehst zwei. Okay, der discardet den Gegner eine Karte, der lässt sich zwei ziehen und eine discarden. Nice, nice, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Okay, wir haben zwei Ultra Rares. Bedeutet also, wir haben ja noch zwei Secret Rares höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, weil wir wissen es natürlich nicht. So, weiter geht's. Was ist das denn? Das ist, Zimmermädchen. Warte, ist das für Dragon Maid? Falls ein oder mehr Karten von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof gelegt werden, wähle eine Karte in deinen beliebigen Friedhof, mische sie ins Deck. Okay, interessant. TCG, Baron, das wird... die Schwarze Hexe! Okay, das ist einer der guten Karten. Das ist einer der guten Karten. Denn, Leute, sie... Du kannst die Karte als Spezialbeschwörung beschwören von deiner Hand, indem du eine Karte von deiner Hand oder einer Spielfeldseite auf den Friedhof legst. Ey, also das ist wirklich eine komplett simple Bestimmung.
Also es ist wirklich einfach. Du kannst nur ein pro Spiel auf diese Art Spezialbeschwören. Aber du kannst jeden der vollen Effekte von ihr nur ein pro Spielzug verwenden. Falls die Karte normal Spezialbeschworen wird, ziemlich einfach, dann kannst du sündhaft Beute, Zauber oder Feindkarte direkt von deinem Deck setzen. Wenn du Spielzug deines Gegners, falls die Karte von deiner Hand oder Spielfeld ihres Besitzers auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine Karte von deiner Hand oder auf dem Spiel auf den Friedhof legen und falls du dies tust, beschwöre diese Karte wieder spezial. Das heißt, wir können sie ziemlich easy spezial beschwören und eben das passende suchen, was sehr, sehr gut ist. Das ist auf jeden Fall ein großes Highlight. Definitiv, definitiv. Oh, das ist auch eine neue Karte. Alpha-Beschwörung. Das sieht nach Alistair aus, oder? Nee, das ist nicht Alistair? Weiß ich jetzt nicht. Wähle einen deiner verbannten Monster und einen deiner verbannten Monster deines Gegners. Beschwöre dein Monster als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite deines Gegners. Obwohl du dies tust, beschwöre jedes Monster des Gegners auf Spezialbeschwörung auf deiner Seite. Okay. Ich weiß gar nicht, wo das gerade. Welche Deck mich. Ja gut, Alistair, ne? Du verbannst ja schon dein Alistair, das gegnerische Monster zum Fusionieren und dann. Ja. Genau. Also von daher, warum auch nicht? So. Hat mir schon. Schlangenauge. Wie gesagt, Schlangenauge ist ein neues Thema und wird auch noch in Zukunft halt einige neue Karten bekommen. Definitiv einige neue Karten bekommen. So, und ich sehe schon wieder, die Kamera blinkt schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Warum, Kamera? Was ist denn heute dein Problem? Natürlich. Oberherrscher bekommt ja auch nochmal ein neues Monster. Was nicht verkehrt ist. Ich meine, wir haben Schlangenregen ohne Ende. Also ich meine, wir können genug Karten reinlegen. Die hatten wir schon, die haben wir auch schon vorgelesen. Reptilien können wir genug reinlegen. Jetzt haben wir noch ein neues Bossmonster, was 3100 Verteidigung hat. Also wirklich vieles. Exit und der neue TG. Und Leute, ich will euch ja nicht enttäuschen, aber diese Karte hat sehr viele Sterne. Es gibt so eine Karte, die man eventuell rufen könnte mit Crimson Dragon, indem man ihn opfert, ne? Ist natürlich eine gute Karte. Crimson Dragon allgemein natürlich absolut starke Karte, ne? Und wir haben auch das neue Structure Deck bekommen. Dementsprechend passt das Ganze natürlich. Und wir haben, Rettung aus dem Feuer. Super gute Karte für Feuer. Allgemein, die neuen Feuerkarten, absolut gut. Es fehlt nur noch ein Feuerdeck und dann geht es komplett ab. Wähle ein Feuermonster an deinen Friedhof, lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen und dann drei deiner Feuermonster wählen, die verbannt sind oder sich in deinem Friedhof befinden. Mische sie ins Deck, ziehe eine Karte. Recycling, Spezialbeschwörung, super gute Karte. Brauche ich nicht drüber reden, ne? Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und nochmal Ken. Da frage ich mich bei diesen Kriegsdrachen, ich weiß, wie ist der andere? Diamanttiger, ob das jetzt nur so 2-3 Karten sind oder ob da noch eben mehr kommt. Das weiß ich natürlich nicht. TG, mächtiger Schläger. Und hier natürlich TG, ein Level 2 Empfänger. Nice, also Synchro-Monster. Sehr, sehr, sehr gut. Und kann dir eine TG-Zauber auf Fallenkarte vom Deck hinzufügen. Super gute Karte für TG, natürlich. TG. Spricht man das in Deutsch aus? TG. TG. Ja, ist immer ungewöhnlich. Und viele Leute beschweren sich auch immer. Der ist natürlich auch cool. Also von Artwork her. Ich dachte wirklich, dass es auf jeden Fall ein Super Rare wird. Aber wird es nicht. Schlangen wieder. Schlangenauge. Und Oberster König. Und so, weiter geht's. Wir haben noch 5 ganze Booster. Und die wollen wir natürlich auch öffnen. 5 Booster. Komm, das geht noch. 5. Ehre des Horus. Let's go. Die Secret Rare. Das ist so schön. Oh ja. Oh, das ist so schön. Ja, ist auch gut, ne? Also, sie searcht dir halt auch den Sarkophag. Super gut. Also, ich bin sehr zufrieden. Warte mal, haben wir jetzt alles? Ne, wir haben noch nicht alles, ne? Da könnte was kommen. So, weiter geht's. UFO. Und, XY. Panzerfestung. Sieht ja krass aus. Sehr nice. Weiter geht's. Ist auch so eine Gottesanbieter, ne? Berganbeterin heißt sie. Okay. Ist quasi eine Anlehnung daran, ne? So, weiter geht's. Weiter geht's. So. Weiter geht's. TG. Und. Übel dem Pendel. Ja, Pendulum, Leute. Kriegt neuen Support. Freut sich auf jeden Fall. Link 3 passt natürlich auch und er ist nur Super Rare. Viele haben bestimmt erwartet, dass es ein Secret Rare wird. Da freuen sich sicherlich einige drüber, dass das eben
In Anführungszeichen nur eine Super Rare. So, weiter geht's. Und, den hatten wir jetzt auch. Interessant, ne? Ich glaube, in der ersten Welle waren die ganzen Tristian. Oh, wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Okay, wir haben's. Okay, warte. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wir öffnen das letzte Pack und dann wollen wir wissen, was kann das Exceed? Was kann es? Es wird überall erwähnt. Die ganzen neuen Karten basieren. Oh! Na, nochmal, Novell. Sehr schön. Gefällt mir. So, und jetzt. Was kann das neue? Was kann das neue Exceed-Monster? Oh, sieht schön aus. Es sieht voll mächtig aus. Bitte. Was kann es? Zwei Monster Stufe 10. Fair enough. Passt zum Thema natürlich. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst alle verdeckten Karten, die dein Gegner kontrolliert, auf den Friedhof legen. Okay, nett. Wir machen eh alle Book und dann können wir halt die alle auf den Friedhof legen. Ist nice. Du kannst den Effekt von ihr nur einer pro Spielzug verwenden. Einer pro Spielzug, falls diese Karte als als Material hat, okay. Du kannst ein Material dieser Karte abhängen. Sie hält bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners 2000 ATK. Ja, 4000. Nice. Falls diese Karte, die du kontrollierst, durch eine Karte deines Gegners zerstört wird, solange sie Material hat, du kannst ein Tristian-Monster als Spezialbeschwörung von Friedhof beschwören. Okay, interessant. Sieht erstmal 4000. Zusätzlich kann sie. Sie macht quasi das. Also, das Deck bookt alles. Also, setzt alles. Und dann kann es eben alles clearen. Finde ich nett. Ist auf jeden Fall ein Boss-Monster, was sich sehen lässt. Einfach eben, als auch dann 4000 hat. Du bookst alle Monster, beschwörst sie, nimmst alles raus und machst damit 4000 Angriff. Nett. Schmeckt auf jeden Fall. Ja, Leute, das war's auch jetzt hier mit dem Opening. Ich würde sagen, ich habe eine super Ausbeute. Wir hatten genau, was wir wollten. Wir wollen das Exita. Haben wir. Wir haben die Hexe. Super. Wir haben Horus-Karten. Perfekt. Uns fehlt natürlich der Sarkophag. Aber ey, es gibt ja noch mehr Displays, ne? Ja, so, jetzt erstmal, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Erstmal nochmal ein Riesendank an Konami, dass ich das Ganze eben früher öffnen dürfte. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und was haltet ihr von dem Set? Also, ich bin wirklich hyped. Mir gefällt es sehr, sehr gut, vor allem die Horus-Karten. Gefallen mir von der Mechanik einfach sehr. Mir gefallen so Decks, die halt friedhofsbasierend sind. Von daher passt das natürlich. Ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.